In Mission 1 soll der Spieler zunächst ein Gefühl für das dunkle Volk bekommen. Da Schamanen und dunkle Gärtner noch nicht zur Verfügung stehen, sind die Handlungsmöglichkeiten des Spielers relativ begrenzt. Die Idee ist es, so lange seine Streitmacht aufzubauen, bis die Mayas die Römer angegriffen haben. Sobald das geschehen ist, wird die Kampfkraft des Spielers maximiert und der Spieler per Nachricht zum Angriff aufgefordert. Greift der Spieler die Mayas vorher an und zerstört dabei einen bestimmten großen Turm, werden die Mayas die Römer später nicht angreifen, wodurch der Spieler sich dann um beide einzeln kümmern muss. Mission 2 führt die dunklen Gärtner ein. Ziel ist es, die Siedlung der Wikinger zu zerstören und die Grabstätte einzuschwärzen. Letzteres führt aber zu etwas göttlicher Intervention, die die Kampfkraft der Wikinger maximiert, weshalb ihr unter Umständen zuerst die Wikinger vernichten solltet. Hier habe ich damit experimentiert, große Teile der zentralen Halbinsel mit verbündeten Türmen einzunehmen, die direkt zu Anfang zerstört werden. In späteren Missionen war das aber nicht mehr nötig. Ab dieser Karte skaliert außerdem die Kampfkraft des Spielers mit der Größe des dunklen Landes auf der Karte. Die zugehörige Funktion stammt nicht von mir, allerdings war ich auch nicht in der Lage, sie zu verbessern oder eine neue zu schreiben. Am liebsten wäre mir gewesen, wenn die Funktion die Mapgröße in ihre Berechnung einbezogen hätte, da es auf vielen Maps nicht möglich ist, die Kampfkraft zu maximieren. Das ist auch ein Grund, wieso ich für die späteren Phasen des Spiels den Powerboost als Alternative erdacht habe. Mission 3 gibt euch eure ersten Sklaven, aber noch keine Möglichkeit, weitere zu bekommen. Sklaven haben eigentlich gar keine Wirkung auf Pilzfarmen, es gab aber bereits Skripte, die dies simulierten und überschüssige Sklaven in Mana konvertierten. Ich habe diese Funktion aber umgeschrieben, da ich eine Player-Variable gefunden habe, die bestimmt, wie viel Mana das dunkle Volk pro Mana-Kugel erhält. Die Produktivität eurer Pilzfarmen skaliert ab dieser Mission basierend auf der Anzahl der Sklaven, die ihr besitzt, geteilt durch die Anzahl der Sklaven, die ihr beschäftigen könntet. Im Idealfall produzieren die Pilzfarmen so 12 statt 6 Mana pro Kugel. Außerdem braucht ihr hier zerstörbare Pilzfarmen. Da die KI nicht in der Lage ist, Gärtner einzusetzen, entschied ich mich, jede der 5 Pilzfarmen, mit der ihr startet, mit einem kleinen Turm zu verbinden, der beschützt werden muss. Wird der Turm erobert, wird die zugehörige Pilzfarm zerstört. 3 der Pilzfarmen müssen 90 Minuten lang überleben. Wenn der Spieler aber mehr verteidigt, sind die letzten 30 Minuten einfacher, da er einen Kampfkraftbonus erhält. Ursprünglich bekam der Spieler den Bonus, wenn die überzähligen Pilzfarmen zerstört wurden, um Morbus Zorn zu symbolisieren. Irgendwann merkte ich aber, dass ich damit den Spieler dafür bestrafe, wenn er sich die Mühe macht, alle zu verteidigen. Ab Mission 4 hat der Spieler Zugriff auf Schamanen. Große Angriffstrupps enthalten jetzt auch einen kostenlosen Schamanen als Belohnung dafür, dass man sich das Mana bis dahin aufgespart hat. Generell soll der Spieler ab hier frühe Raubzüge durchführen und unbewachte Siedler versklaven, um seine eigene Wirtschaft zu stärken. Schamanen sind in den Händen des Spielers sogar noch mächtiger als in den Händen der KI, da letztere Schamanen nicht mit dunklen Gärtnern kombiniert. Im Zusammenspiel mit dunklen Gärtnern haben Schamanen aber praktisch unbegrenzte Energie und können damit alles versklaven, was sich bewegt. Da Schamanen vom Spieler beschützt werden sollen, können sie geheilt werden, indem sie zum dunklen Tempel geschickt werden. Das hier ist auch die erste Mission, in der der Spieler die Powerboost-Mechanik kontrolliert nutzen kann. Zuvor waren die Bedingungen dafür von der Mission abhängig, aber ab hier sind sie einheitlich. Sobald der Spieler 40 Pilzfarmen und 160 Sklaven besitzt, wird die Kampfkraft seiner Truppen maximiert. Die KI-Gegner können das gleiche erreichen, ihre Bedingungen variieren aber weiterhin. In dieser Mission müssen dazu beide einen großen Tempel errichten. In Mission 5 wird der Spieler erstmals mit allen 3 Völkern gleichzeitig konfrontiert. An diesem Punkt hat der Spieler vollen Zugriff auf die normalen Spielmechaniken des dunklen Volkes, mal abgesehen von den Mana-Koptern, die es zu diesem Zeitpunkt noch nicht gab. Schöne Zeiten. Der Spieler sollte nach Möglichkeit verhindern, dass die feindlichen Spieler ihre Gebiete verbinden, da sie sonst stärker werden. Am einfachsten kann der Spieler dies erreichen, indem er die Mayas möglichst früh eliminiert. Hier habe ich auch herausgefunden, dass 2 Gebiete auch dann als verbunden gelten, wenn beide ein verbündetes Gebiet berühren. Mission 6 basiert auf Mission 11 der Hauptkampagne und stellte mich aufgrund der Kartenbeschaffenheit vor eine besondere Herausforderung. Da das dunkle Volk keine Gewässer überqueren kann, ist die Karte im Original relativ einfach, in dieser Form aber unmöglich. Mana-Kopter stehen storytechnisch noch lange nicht zur Verfügung und sind auch per Skript nur eingeschränkt nutzbar, da sie gar nicht normal selektierbar sind. Um das Problem zu lösen, versuchte ich mich an einer Teleportmechanik. Sobald der Spieler eine bestimmte Anzahl an Pilzfarmen besitzt, wird an 2 Punkten der Karte konstant der Teleport-Effekt der Mayas abgespielt. Nähern sich eigene Soldaten einem der Punkte, werden sie getötet und am anderen Punkt neu gespawnt. Ein Nebeneffekt davon ist, dass die Soldaten dabei geheilt werden. Das Ganze habe ich aber nur für Soldaten eingerichtet, da Gärten auf der anderen Insel eher sinnlos wären und versklavte Siedler keine Möglichkeit hätten, zum Tempel zu gelangen. Anders als auf der Originalkarte gibt es hier auch 2 Wikingerkolonien auf der großen Insel, auf der sich der Spieler befindet. Solange diese Kolonien aktiv sind, erhält die Hauptbasis, die es zu zerstören gibt, zusätzliche Kampfkraft. Grundsätzlich könnte sich der Spieler aber auch so zur Festung durchkämpfen. Wenn er das schafft, kann er auch gewinnen, ohne die anderen Kolonien zu zerstören. In Mission 7, die auf Mission 12 der Hauptkampagne basiert, wollte ich die 4 Völkerschlacht haben, die es im Original leider nicht gab.
Hier gibt es 3 Dummy-KIs, die beschützt werden müssen, solange ihr Gegenstück noch aktiv ist. Dadurch wollte ich vermeiden, dass die feindlichen Soldaten versuchen, einen Turm zu erreichen, für den sie die Flammen des Tempels durchqueren müssten. Für die Mayas funktioniert das aufgrund ihrer Platzierung aber nur bedingt, ihre Angriffsrichtung ist so unvorhersehbar wie die des Dunklen Volkes im Original. Die Ausgänge der Gebirgskette werden bewacht, wodurch frühe Raubzüge erschwert werden. Es gibt aber 3 Stellen in den Bergen, an denen der Schnee geschmolzen wird, wenn eine Einheit des Spielers sie findet. Morbus ist hier außerdem so verzweifelt, dass er sich sogar dazu herablässt, neben seinen Schamanen auch seine sonst entbehrlichen Soldaten zu heilen, wenn sie in die Nähe der dunklen Festung kommen. Um die dunkle Festung spielerisch vom Tempel abzuheben, ist die Mana-Produktion des Spielers um 50% erhöht. Außerdem regeneriert sich der Mana-Vorrat des Spielers bis zur Anzahl der Pilzfarmen, maximal aber bis 40. Sobald der Powerboost aktiv ist, wird der Wert auf maximal 60 erhöht, was es ermöglicht, Pilzfarmen zu spammen. Der Powerboost wird auch notwendig sein, da alle KIs mit maximierter Kampfkraft starten und regelmäßig per Skript Verstärkung erhalten. Hier muss das dunkle Volk seine Stärke ausspielen. Da seine Wirtschaft wie ein Schneeball funktioniert, der nur ins Rollen kommen muss, ist es nach einiger Zeit praktisch nicht aufzuhalten. Wichtig ist aber, dass der Spieler am Anfang seine Verteidigung nicht vernachlässigt, da ein Fehler das Ende bedeuten kann. Insgesamt war es eine spannende Herausforderung, die Möglichkeiten des Spiels zu testen, Grenzen zu umgehen und das Ganze auch noch irgendwie zu balancieren. Wenn die History Edition 1 bringt, dann besseren Zugriff auf Spieldateien für Modder. Mit etwas Glück bekommen wir so vielleicht noch eine eigene GUI für das dunkle Volk. Im Moment fühlen sich die V-Karten für mich immer an, als würden sie nur durch Spucke und Kaugummi zusammengehalten. Aber vielleicht schafft man es ja doch noch, aus dem dunklen Volk ein richtiges fünftes Volk zu machen.